Dobro večer, dobrodošli u 1 na 1, dragi gledatelji. Nadvojvoda Karlo Austrijski, moj večerašnji gost, više razloga za izbor gosta. 750 godina je od početaka obitelji Habsburg. Ujedno, nadvojvoda je bio prije mjesec, dva u Harkivu, a postoje i ini razlog, da ih sada ne nabram prije emisije koje ćete čuti u emisiji, pa krenimo odmah sa razgovorom. Dobro večer, dobrodošli. I hvala vam na vašem vremenu. Rekao sam uvodno da je 750 godina obitelji Habsburg. Mislim da je rijetka prigoda da kažemo riječ dvije o izboru Rudolfa I. za njemačkog cara i o tim početcima znam da je vama osobno taj nadnevak vrlo značajan. U Šperu se i u Beču obilježila ta nevjerovatna obljetnica i kako je obitelj Habsburg neobična obitelj, ne samo da je eto tako dugovječna, nego obitelj koja je odredila, ne samo vladala Evropom, nego odredila ono što Evropa jest u svojim vrijednostima, dakle u svome razvoju. Recite mi, kako ste se vi osjećali za vrijeme tih obljetnica, dakle i za vrijeme recimo mise u Šperu, pa za vrijeme proslave u Beču, kad ste imali pred očima cijeli taj film od 7,5 stoljeća Evrope? Ich glaube zunächst einmal, dass es einfach sehr wichtig war, darauf hinzuweisen, wie langfristig Europa funktioniert. Und natürlich war die Tatsache, dass man über 750 Jahre spricht, ein wichtiger Zeitpunkt, um auch einmal aufzuzeigen, wie sich Europa in der Zeit dargestellt hat, wie sich Mitteleuropa herausgeformt hat, wie also verschiedene auch andere Teile Europas, man darf ja nicht vergessen, das war damals vor 750 Jahren schon noch Mittelalter, Übergang zum Spätmittelalter, Bereiche, wo natürlich in dem, was heute Italien ist, die Entwicklung viel schneller gegangen ist, was nördlich der Alpen war, zum Teil wesentlich langsamer gegangen ist. Also hier gab es ganz verschiedene Entwicklungen in Europa. Aber halt auf der anderen Seite darf ich schon mit einem gewissen Stolz sagen, dass meine Familie seit damals an der Gestaltung Europas mitwirken konnte. Und natürlich, wenn wir uns Europa heute anschauen und sehen, wie viele Schwierigkeiten es hier gibt, institutioneller Natur, mit Konflikten, mit all den Dingen, die wir im Laufe der letzten Jahre und Monate erleben durften, ist es, glaube ich, wichtig, auf die lange Geschichte zurückzublicken und zu sagen, im Großen und Ganzen war Europa ein Erfolgsmodell. Wir müssen uns überlegen, warum es ein Erfolgsmodell war und wie können wir das in der Zukunft weiter fortsetzen. Und ich glaube, dieses Hinzeigen auf die Zukunft und die Rückbesinnung auf die Vergangenheit, was wir lernen können aus der Vergangenheit, das war für mich das Wichtigste für diese Veranstaltung der 750 Jahre, seit praktisch Habsburg unmittelbar mit dem Heiligen Römischen Reich zu tun hatte. Posljednjih desetljeća dva se može očitati stanovita renesansa u smislu interesa upravo za tu habsburšku tradiciju. Primjerice, daću primjer recimo iz Hrvatske. Sve institucije kulturne matrice su plod habsburškog djelovanja na ovom području. Dakle, Staatsarhiv, ne znam, Staatsopera, Musikverein, da ne nabrajam. Hoću kazati, ta je ostavština tolika da jednostavno mi ne možemo govoriti naravno o Mitteleuropi kao političkom entitetu, ali u kulturnom smislu ona je živa svih tih stoljeća kao i danas. Ista lektira je, ne znam, Kafke Muzila, iste, ne znam, Mozarte Haydne slušamo, da ne nabrajam sada što sve čitamo, gledamo, dakle, koje slike i tako dalje. Isti nam je kurikulum. Kako gledate na to oživljavanje interesa za Habsburge u posljednjih, recimo, 2-3 desetljeća? Denn in Mitteleuropa war ein ganz wesentlicher Faktor, der auch als staatlicher Faktor da gestanden ist bis zum Ersten Weltkrieg. Und dann gab es die riesige Zäsur, die eigentlich zur Zwischenkriegszeit, später zum Zweiten Weltkrieg und zum Eisernen Vorhang geführt hat. Die also auch zu einer, ich möchte mal sagen, zu einer Dimension geführt hat, wo es am europäischen Kontinent zwei Ideologien gegeben hat, wo sich im Osten eine kommunistische Ideologie herausentwickelt hat,
die immer wieder auch auf Unterdrückung des Westens ausgerichtet war und im Westen sich auch der Widerstand dagegen dargestellt hat und dann mit auch, sagen wir, die transatlantische Partnerschaft dies auch als Sicherheitsaspekt mit eingebracht hat. Und dies hat natürlich über eine ganze Reihe von Jahrzehnten angehalten. Das ist für mich auch einer der Gründe, um zurückzukommen auf das, was am Anfang gesagt wurde, dass es natürlich momentan eine gewisse Renaissance von Mitteleuropa gibt, dass man sich zurückbesinnt auf die Gemeinsamkeiten dieses Raumes, auch natürlich auf die wirtschaftlichen Aspekte, die in diesem Raum möglich sind. Und ich glaube, dass das dazu führt, dass innerhalb eines vereinten Europas, wie ich hoffe und wovon ich ausgehe, ich bin immer ein passionierter Europäer und ein europäischer Optimist gewesen, aber innerhalb dieses Europas soll natürlich auch wieder Mitteleuropa als eine Art kultureller Nährboden für die Zukunft dieses europäischen Kontinents dastehen. U vreme današnje društvene dezorijentiranosti i zapitanosti zapravo što su temeljne društvene vrijednosti ne samo Europe ili Middle Europe, nego uopće postoje li nekakve univerzalne društvene vrijednosti, je li svijet viteštva, a vi ste veliki meštar, dakle najprestižnijeg reda Zlatnoga runa, vi ste naravno veliki meštar Svetoga Jurija i tako dalje, da ne nabrajam viteške redove pojedine dinastija ili crkvene viteške redove koji su na tlu Evrope prisutni više od dakle, tisućljeća. Je li dakle, ta viteška kultura sa svojim vrednostima danas nešto prašnjavo, nešto što je pase, što je anakrono ili nešto što pokazuje putokaz, što je vrlo živo? Wenn man jetzt nur in die Geschichte zurückblickt, dann hat man natürlich das Gefühl, dass das irgendwie aus der Zeit herausgenommen ist, dass es eben outdated ist, wie man heute sagen würde. De facto ist es aber ein Bekenntnis zu gewissen Grundprinzipien, zu gewissen Grundwerten, für die Europa und eigentlich die freie Welt tatsächlich dastehen. Ich glaube, man darf eins nicht vergessen. Es wäre natürlich bei solchen Gemeinsamkeiten immer auch die christlichen Wertvorstellungen hervorgerufen. Ich meine, unsere ganze europäische Gesellschaft basiert ja eigentlich auf den christlichen Wertvorstellungen, auf dem Wert des Menschen, auf der Struktur, wie unsere Gesellschaft gebaut ist, mit Familie, mit Gesellschaft, wie sie hier existiert. Und darauf immer wieder hinzuweisen, wenn da Organisationen existieren können, wie eben auch zum Beispiel Ritterschaften, die sich auf die alten Werte besinnen und sagen, wie können wir die modern darstellen, wie können wir die modern auch tatsächlich umsetzen, dann ist das, glaube ich, etwas sehr Positives und gar nicht so verstaubt, wie man das manchmal sehen würde. Natürlich wird im Umgang mit Dingen und im Umgang mit Tradition eben auch viel der Vergangenheit gedacht und es werden viele Objekte verwendet, die vielleicht, wenn ich zum Beispiel typisch an das Objekt des Schwertes denke, das immer wieder eine große Rolle spielt, aber das Schwert als Schutz des menschlichen Lebens, jetzt nicht als Angriffswaffe, sondern als Schutz tatsächlich darstellt, dann ist das etwas, was bestimmt nicht der Vergangenheit angehört, sondern das ist etwas, was eigentlich auch in die Zukunft hereinweist, dass man sagt, es ist zwar sehr schön, ein Territorium sicher zu halten, aber ich finde, man soll auch die Gesellschaft darin sicher halten. Man muss auch den Menschen eine Struktur geben können, nach der man sich entsprechend ausrichten kann und die eben nicht nur durch Political Correctness bestimmt ist, das geht wesentlich zu weit in die andere Richtung, sondern die eben auch aus der Vergangenheit als richtig erkannte Strukturen mit in die Zukunft hereintragen kann. Ljudi voli gledati, recimo, sve događaje vezane uz otočku, kraljevsku obitelj. Bilo da je riječ o vjenčanjima, nažalost provodima, sve je to postalo itekakav spektakl u ovom društvu spektakla i to je na neki način stanoviti interes za kraljevstvo, kraljeve, aristokraciju. Jasno, u europskim državama, mislim ne samo kraljeva, nego inače postoje itekako prisutne obitelji koje su tradicionalne, dugovječne i tako dalje. Tako da to u nekim sredinama nije ništa neobično. Ovdje u Hrvatskoj, zbog gubitka plemstva, zaranog, nažalost, tragičnog i tako dalje, mi kroz ove godine i socijalizma, kroz 20. stoljeće, na neki način smo izgubili uopće afinitet. Recite mi, kako izgleda današnja aristokracija? Što znači biti aristoi? Što je aristokracija Europe danas?
Ich glaube, dass man beim Begriff der Aristokratie unterscheiden muss zwischen der, wenn man so will, Erbaristokratie und der geistigen Aristokratie. Mhm. Und wenn ich jetzt rein die geistige Aristokratie nehme, dann gibt es wahrscheinlich bei den Adeligen den gleichen Prozentsatz an Menschen, die diese geistige Aristokratie haben, wie bei allen anderen Menschen auch. Es ist vielleicht bei den Adeligen gerade so, dass die vielleicht aus der Tradition und aus der Geschichte heraus noch Objekte wie Schlösser oder Grund oder Sammlungen etwas haben, die eben auch praktisch ein berührbares Objekt darstellen, das eben auch an die Vergangenheit, an gewisse Wertvorstellungen erinnert. Aber Aristokratie an und für sich ist eine geistige Sache, ist ein Bekenntnis zu Wertvorstellungen, ist ein Bekenntnis zu unserer Gesellschaft, die tatsächlich dargestellt wird. Deswegen glaube ich, dass Aristokratie, und zwar wirklich die geistige Aristokratie, bei uns nach wie vor eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt. Und ich finde es natürlich dann auch sehr gut, wenn die Erbaristokratie sich dessen auch besinnt und die Objekte, die sie haben, mit einbringt, um darauf hinzuweisen, dass es etwas ist, was man in die Zukunft tragen soll. Na jednom, govorili ste vrlo zanimljivo o razlici patriotizma i nacionalizma. Patriotizam je za vas pozitivna emocija koju čovjek osjeća sprem svoga teritorija. Yeah. Ali, fantastično je u tom vašem stavu da kažete da se čovjek može osjećati patriot i u Kijevu, i u Budimpešti, i u Beču, Salzburgu, Zagrebu, pa da sad ne idemo prema zapadu Evrope. Dakle, drugim riječima, da to jest ljubav prema teritoriju, ali se ona preljeva preko tog teritorija na ona područja gdje ljudi vjerojatno žive u skladu sa vrijednostima koja su to naše zajedničke europske vrijednosti. Recite mi, kako objašnjavate tu razliku onda spram nacionalizma, patriotizma, nacionalizma i kako objašnjavate taj rastući evropski nacionalizam, jer izgleda ništa nismo naučili iz prošlog stoljeća. Also zunächst einmal zum Unterschied zwischen den beiden ist natürlich klar, dass der Patriotismus aus der Emotion herausstammt. Der Patriotismus ist etwas, was so aus dem Bauchgefühl herausstammt. Ich meine, ich bin ein passionierter europäischer Patriot, aber ich bin genauso ein mitteleuropäischer Patriot. Ich bin natürlich auch die meiste Zeit meines Lebens in Salzburg verbracht. Ich kann genauso ein Salzburger Patriot sein. Ich bin nicht an eine Grenze gebunden. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche für den Patrioten, sondern dass man ein positives Gefühl für eine gewisse Region entwickelt. Während der Nationalist immer nur in Grenzen denkt. Und natürlich, wenn ich ganz klar mich abgrenze und eine staatliche Grenze aufzeige, dann entwickle ich automatisch eine Art Superioritätsgefühl gegenüber dem Nachbarn. Ich bin besser, du bist schlechter. Und deswegen ist Nationalismus an sich für mich etwas Negatives. Es ist ein rein rationales Gefühl, also es kommt nicht aus dem Bauch, sondern es kommt aus dem Hirn heraus und ist etwas, was nicht etwas Positives für sich ist. Und das ist, glaube ich, der riesige Unterschied, warum der Patriotismus wichtiger ist als der Nationalismus. Das ist hier, dass das positive Gefühl entsprechend mit hereinkommt. Natürlich zur Frage, warum der Nationalismus und auch dieses Überheblichkeitsgefühl, dieses Superioritätsgefühl bei uns immer stärker wird. Natürlich ist das zurückzuführen auf die Tatsache, dass auch der Druck aus dem Bereich der Immigration und aus dem Bereich von Flüchtlingen immer stärker wird. Das ist ganz klar. Das ist fast überall, nicht ganz überall, aber fast überall in Europa entsprechend zu spüren und tut damit auch diesen Bewegungen, die meistens aus einem eher radikalen politischen Lager stammen. Ich sage jetzt gar nicht, ob dieses Lager rechts oder links ist. Ich glaube prinzipiell, dieses Prinzip rechts-links existiert politisch gar nicht mehr, weil sich die Radikalen ja bereits wieder treffen, egal ob es rechts oder links ist. Man sieht das in Deutschland sehr gut, wo man sieht, dass gewisse Prinzipien der Bewegung Sarah Wagenknecht, die aus dem kommunistischen Bereich stammt oder aus dem ultrasozialistischen Bereich stammt, sich bereits wieder mit gewissen Prinzipien der radikalen Rechten dort tatsächlich trifft. Also diese Bewegungen werden natürlich geschürt, in einer negativen Art, da kommt der Nationalismus, der negative Nationalismus, der eben kein Patriotismus ist, wieder entsprechend heraus. Und natürlich derzeit ist es ein Problem, weil man kann dieses Problem nicht wegdiskutieren, dass wir eine sehr, sehr große Zahl
von Immigranten und von Flüchtlingen haben. Und ich möchte dabei auch hinweisen, dass es extrem wichtig wäre und an der Zeit wäre, wieder die genaue Definition zwischen Migranten und Flüchtlingen darzustellen, weil Flüchtlinge natürlich für uns einen moralischen Anspruch haben, dass ihnen automatisch geholfen wird, während man natürlich bei der reinen Migration schauen muss, wie die Möglichkeiten im eigenen Land sind, ob man Personen aufnehmen kann, wo liegt in Europa die Möglichkeit. Also da spielt dieser Druck natürlich diesen nationalistischen Kräften tatsächlich in die Hände. Und es ist das Hauptthema. Man sieht ja auch, wenn man sich die Wahlkämpfe anschaut. In Deutschland, wir haben eben in Österreich die Wahl gehabt, wo tatsächlich die extreme Rechte die größte Partei tatsächlich heute darstellt. So eine Art Druck spielt diesen Parteien natürlich in die Hände. Aber ich glaube, man muss sich über eine Sache auch im Klaren sein. Diesen Druck, der existiert nicht immer in der gleichen Art und Weise. Deswegen ist das normalerweise nicht ein Thema, das eine Partei auf Dauer immer behalten kann. Die Themen müssen sich wandeln. Eine etablierte Partei muss sich gewöhnlich zu jedem Thema äußern, während sich radikale Parteien meistens nur zu wenigen Themen äußern, wo sie das Gefühl haben, dass sie damit bei Wahlen entsprechend punkten können. Also deswegen bin ich auch, ich bin immer ein Optimist und ich bin auch ein Optimist, dass diese radikalen Kräfte in Europa nicht zu stark werden. Sie sind da, man kann sie nicht wegdiskutieren. Sie existieren und je mehr es uns gelingt, aus der europäischen Sicht heraus, diese Probleme, die diese nationalen Kräfte nähren, in den Griff zu bekommen, umso schwächer werden diese Kräfte auch bei den Wahlen sein. Mogli bismo sad govoriti o budućnosti Europe, obzirom na te partikularne, dakle, nacionalizme koji nagriza jedinstvo Europe, ali ja ću jednim drugim sjerom krenuti. Kako vi vidite budućnost Europe u svjetlu činjenice da ste i vi, a i vaš gospodin pokojni otac, na platformi Pan-Europske unije, zapravo pan-europskih ideja, zasnovali svoj politički angažman. Te ideje, ako to mogu tako vulgo sažeti, počinju na sljedeća dva principa, ili barem su ti principi vrijedni da ih istaknem. Jedan je da je nužno spriječiti dominaciju bilo panslavizma, bilo pangermanizma. Drugi, koji mene sad ovdje zanima, je da Evropa, i to je rečeno s početka 20. stoljeća, nikako ne može biti igračka u rukama bilo Rusije, bilo SAD-a. Dakle, pazite, dakle, tamo s početka 20. između 20. i 30. bilo je rečeno Evropa ne može biti igračka u rukama velesila. Kako vi vidite danas tu Evropu, kada se ona često proziva kao još uvijek, eto, ekonomski div, ali politički patuljak. Nije li to upravo ostvarenje tog straha da je igračka između velesila? Zunächst einmal, glaube ich, um mit einem positiven Aspekt anzufangen, muss man sagen, dass Europa, und das ist objektiv betrachtet, das größte Friedensprojekt ist, was einer menschlichen Gesellschaft jemals gelungen ist. Wir haben praktisch 7 Jahrzehnte eine friedliche Situation für Europa erstellen können durch die Schaffung dieser europäischen Gemeinschaft und später der Europäischen Union, die ein Zusammenleben voraussetzt, die Lösungsansätze für Probleme einbringt, dass es wirklich das größte Friedensprojekt ist. Aber natürlich ist es auch eine extrem moderne politische Struktur. Und ich glaube, das, was bei uns oft vergessen wird, ist, wenn man sich anschaut, was die Gründerväter mit eingebracht haben an Gedanken in die Europäische Union, die haben wirklich eine neue Struktur gebaut, die haben ein neues System gebaut. Ich denke zum Beispiel an eins, die Tatsache, dass das Subsidiaritätsprinzip eines der Grundprinzipien der Europäischen Gemeinschaft ist und damit als Prinzip, das sagt, dass eine höhere Ebene niemals Aufgaben übernehmen darf, die auf einer niedrigeren Ebene zufriedenstellend erfüllt werden können. Also was auf staatlicher Ebene erfüllt werden kann, soll und darf Europa nicht wahrnehmen. Aber natürlich auch, was auf regionaler Ebene erfüllt werden kann, soll auf der staatlichen Ebene nicht wahrgenommen werden. Diese europäische Struktur, dieser Aufbau, das ist etwas unglaublich Modernes, an das die Gründerväter Europas gedacht haben und damit eben auch dieses Friedenswerk tatsächlich geschaffen haben. Dass dieses Konstrukt Europa natürlich Fehler hat und Probleme hat, das ist ganz klar. Für mich liegen die beiden Hauptprobleme eigentlich darin, dass es etwas heute in Europa nicht gibt, was wir dringend notwendig brauchen. Und natürlich auch gerade der Krieg in der Ukraine zeigt, wie notwendig das ist. Nämlich zum einen, dass wir
ein europäisches Außenministerium bekommen, nämlich nicht nur einen stellvertretenden Kommissar, der eben die Außenagenten auch wahrnimmt, sondern tatsächlich ein Außenministerium, das für Europa spricht. Und natürlich dazu unmittelbar im Zusammenhang auch eine europäische Sicherheitsstruktur aufbauen, die eben auch durch die Europäische Union wahrgenommen wird. Für Aufgaben von Außenpolitik und Sicherheitspolitik ist heute jeder einzelne europäische Nationalstaat zu klein. Wenn wir in der Welt was darstellen wollen, dann muss dies von Europa als Ganzes wahrgenommen werden. Aber für diese spezielle Aufgabe fehlt noch die institutionelle Grundlage, dass es eben Außenministerium und eben auch ein Sicherheitsministerium in Europa gibt, das für ganz Europa sprechen kann. Also da ist eine Reformnotwendigkeit ganz zweifellos gegeben. Und ich finde natürlich gerade, wenn man Europa sehr positiv gegenübersteht, wie ich das tue, dann darf ich mir auch erlauben, solche Art Kritiken vorzunehmen und mit Vorschlägen zu kommen, was tatsächlich auch geändert werden muss. Aber hier ist ein echter Ansatz notwendig, dass es zu einer echten Änderung kommt. Ich hoffe natürlich sehr, dass mit der neuen Kommission, die auf uns zukommt, wir eine, glaube ich, ausgezeichnete Außensprecherin mit Kaja Kallas haben werden, die, glaube ich, extrem gute Ansätze hat, etwas darzustellen, aber es ist nicht genug. Wir brauchen auch institutionell etwas, das tatsächlich etwas wie ein Ministerium darstellt, das sich Außenpolitik und Sicherheitspolitik entsprechend widmet. Priste spomenuli migrante, imigracije. Sad da se vratimo na ovo pitanje identiteta. Postoji tu jedno proturječje. Ukoliko se nastavi ovom tendencijom koja se posljednjih mjeseci ne samo promalja, nego snaži, a to je zatvaranje Evrope u ono što zovemo tvrđava Evropa, onda niječemo princip na kojem Evropa počiva. Jedan od principa je liberalni princip. Princip da svaki čovjek može izabrati gdje će ostvariti svoju osobnu sreću. S druge strane, itekako ima razloga za čuvanje onoga što se recimo još prije 20 godina u Njemačkoj nazivalo očuvanje sržnih dakle, vrijednosti. Kako pomiriti zapravo ta dva pola, kako riješiti to proturječje i postoji li uopće tako nešto kao što je europski identitet ili je on samo u vječnoj promjeni? Man muss, glaube ich, wirklich sagen, dass wir in Europa eine Struktur haben, wo wir Vielsprachigkeit haben, die ich auch gerne erhalten sehen möchte. Ich fürchte mich vor einer europäischen Sprache, die natürlich genau solche Identität wegnehmen würde. Wo wir eine kulturelle Vielfalt haben, die überwältigend ist und die aber auch zum Reichtum Europas tatsächlich beiträgt. Das ändert aber nichts an der Tatsache, genau wie Sie es erwähnt haben, dass es natürlich durch die Integration, die in Europa existiert, natürlich gewisse Ecken und Kanten dieser Identität damit auch verloren gehen. Aber die Basis darf im Grunde genommen nicht verloren gehen. Drum, ich habe vorher erwähnt zum Beispiel das Subsidiaritätsprinzip. Subsidiaritätsprinzip gilt natürlich auch für den Erhalt der Kultur. Das ist natürlich auch enorm wichtig, dass man in regionaler Ebene denkt, dass man in lokaler Ebene denkt. Das trägt alles bei, dass Identität an sich erhalten bleibt. Aber Identität ändert sich natürlich auch. Wenn man heute sagt, man muss die Identität von heute auf Dauer erhalten, dann ist das völlig unrealistisch. Identität ändert sich auch, aber man muss trotzdem die wesentlichen Dinge der Vergangenheit, der Identität der Vergangenheit auch mit erhalten, wenn sie sich als positiv entsprechend erwiesen haben. Und ich glaube, dass Europa als Struktur dazu zweifellos in der Lage ist und das auch umsetzen kann. Sad dolazimo do nečega što ću vas itekako motivirati da možda ubacite veću brzinu, jer znam koliko ste osjetljivi na ove ukrajinske probleme. Rekao sam da ste bili u Harkivu sada i o tome ćemo, o tim dojmovima. Samo vratimo se korak dva u prošlost. Porazgovarat ćemo o povijesnim vezama Habsburga i Ukrajine. Oni su vrlo živi. Naime, ruska propaganda danas recimo koristi vašeg pretka, nadvojvodu Vilhelma, da eto stalno spočitava ili pokušava plasirati tezu kako je ukrajinska nacija produkt zapravo austrijske politike. To naravno sumanuto, ali eto, nije jedino, nažalost. Recite, kako vi vidite te povijesne okolnosti i veze vaše obitelji i Ukrajine? Zunächst einmal
wenn man heute von Russland für so etwas kritisiert wird, dann ist das fast schon wie ein Ritterschlag, weil man weiß, dass man irgendetwas richtig gemacht hat. Was natürlich Tatsache war, war, dass der Erzherzog Wilhelm nach dem Ersten Weltkrieg, der eine sehr enge Beziehung zur Ukraine, also eigentlich zur Westukraine hatte, muss man sagen, die natürlich Bestandteil der österreichisch-ungarischen Monarchie war, gesagt hat, dass es notwendig ist, dort wieder eine entsprechende Einheit aufzubauen, weil er eben auch die kulturelle Einheit der Ukraine tatsächlich gesehen hat. Das hat natürlich dazu geführt, gut, er ist dann im Rahmen des Zweiten Weltkriegs, am Ende des Zweiten Weltkriegs ist er ja dann im russischen Sektor in Wien verhaftet worden, ist nach Kiew gebracht worden und ist dann im Gefängnis elendiglich zugrunde gegangen. Aber er ist natürlich ein Symbol für die ukrainische Staatlichkeit. Er ist aber natürlich nicht nur ein Symbol, sondern er ist halt ein Symbol im gesamten Lauf der Geschichte, der auch den, wenn man so will, Hintergrund Österreich-Ungarns mit all dem, was sich im Bereich der Westukraine abgespielt hat, dargestellt hat. Wenn man natürlich in der ukrainischen Geschichte zurückblickt und sich anschaut, die Entwicklung, die es dort gegeben hat, und das sind natürlich gerade im Lauf der letzten Jahre einige sehr gute Bücher in dieser Frage herausgekommen, dann sieht man, wie homogen dieser Staat tatsächlich ist. Und dass es natürlich Russland nicht gelingen darf, die Existenz dieses Staates einfach wegzureden. Also da ist ein historischer Bezug da, der eben auch von österreichischer Seite aus, von österreich-ungarischer Seite aus mit eingebracht wurde, über den man nicht hinwegsehen kann. Man muss ja eins sagen, wenn man heute in Lviv, Lemberg oder in Czernivtsi, Czernowitz unterwegs ist und sich auch die Architektur anschaut, dann sieht man natürlich eine große Verbindung, die es eben mit der Monarchie damals gegeben hat. Und die ist zum Teil eben gerade in der Architektur auch heute noch entsprechend lebendig. Deswegen hat auch ich immer wieder die Möglichkeit gehabt, in die Ukraine zu reisen, auch dort über Erzherzog Wilhelm zu sprechen und damit natürlich auch ein bisschen beizutragen am Rand, dieses Selbstverständnis des ukrainischen Staates entsprechend zu unterstützen. Ich glaube, dass das einfach sehr wichtig war. Deswegen die familiäre Beziehung in die Ukraine ist sicherlich nach wie vor eine sehr starke. Rekao sam odmah i u najavi, a i ponovio sam malo prije, da ste bili prije mjesec, dva u Ukrajini i to otprilike u Harkivu, naravno, otprilike u području gdje je kontinuirana uzbuna ova ili ona, gdje se čuju stalno artiljerijski pucnji. Ali da ja ne opisujem ono što ste vi vidjeli, čemu ste svjedočili, molim vas, ispričajte nešto o čemu smo pričali također kad smo se vozili, a to su škole koje su zapravo pod zemljom u stanicama metroa. Also natürlich, man darf nicht vergessen, Kharkiv liegt extrem nahe an der Front. Es ist so nahe an der Front, dass man unter Tag, so zum Teil auch in der Nacht, die Artillerie an der Front hört. Es gibt ununterbrochen Angriffe auf die Stadt Kharkiv. Man sieht, dass die Flugabwehr konstant in Aktion ist und eben die versucht abzuwehren, die Angriffe, die auf Kharkiv tatsächlich stattfinden. Und natürlich, man weiß ja aus der Erfahrung mit den Angriffen, die Russland auf die Ukraine startet, dass die meisten Angriffe ja nicht militärischen Zielen dienen, sondern dass die meisten Angriffe auf zivile Ziele gerichtet sind. Es werden damit Schulen, Altersheime, Energieversorgungsstätten, Knotenpunkte, auch Verkehrsknotenpunkte, Ähnliches wird bombardiert. Natürlich genauso wie sehr, sehr, sehr viele Privathäuser. Und gerade in Kharkiv kann man das immer wieder sehen. Was mich in Kharkiv fasziniert hat, ist zum einen mal eine Tatsache. Wenn heute in Kharkiv etwas bombardiert wird, ist es faszinierend zu sehen, wie schnell die Bevölkerung von Kharkiv aufräumt und versucht, das Bild der Zerstörung wieder hintanzuhalten. Bei zerstörten Häusern werden so schnell angebracht, dass die Fenster verschalt werden, dass aufgeräumt wird auf der Straße. Das ist eine Sache, die mich absolut fasziniert, weil das nicht selbstverständlich ist. Man muss sich ja vorstellen, dass es aus Kharkiv extrem viele Flüchtlinge gibt. Die Bevölkerung der Stadt ist extrem verkleinert, hält aber trotzdem ein normales Leben aufrecht. Es gibt Restaurants, die offen sind, es gibt Geschäftszentren, die offen sind. Also es gibt an sich ein normales Leben in Kharkiv, auch wenn es dort jeden Tag 20 Mal die Sirenen oder 30 Mal die Sirenen aufklingen, wenn man weiß, dass ein Angriff zumindest in Richtung Kharkiv tatsächlich gestartet wird. Also da habe ich eine enorme Bewunderung für die Resilienz der Bevölkerung und für Resilienz der Bevölkerung nicht nur in Kharkiv, sondern in den ganzen Räumen der Ukraine, die tatsächlich betroffen sind.
Das ist wirklich enorm bewundernswert und da muss man diesen Menschen auch helfen. Und eben einer der Aspekte, die durchgeführt wurden, war die Tatsache, dass ein normaler Schulbetrieb nicht aufrechterhalten werden kann, weil Schulen ja auch mit zu den Hauptzielen des russischen Bombardements, also des kriminellen russischen Bombardements gehören. Und deswegen wurden die Schulen in Kharkiv in die U-Bahn-Stationen hereinverlegt. Man hat dort sehr schnell Wände aufgezogen. Ich habe den Schulbetrieb selber besuchen können dort. War absolut faszinierend zu sehen, wie locker alles läuft. Aber natürlich, weil eben auch Energieknotenpunkte getroffen werden, ist es notwendig, zum Beispiel diese ganzen Räume mit entsprechenden Generatoren zu versorgen, um zu schauen, dass dort ein Betrieb normal und laufend stattfinden kann, auch wenn über der Erde zum Teil Angriffe und Ähnliches stattfinden. Und trotzdem sind Kinder und Familien dort unten sicher und haben eine entsprechende Versorgung, die sichergestellt wird. Das war auch mein Interesse, warum ich nach Kharkiv gefahren bin, weil ich eben in Zusammenarbeit mit SECI, mit der Southeast European Cooperation Initiative, wir dort entsprechend weit über 100 Generatoren und sehr viele Computer und Ähnliches hinliefern konnten, um einfach die Struktur, die Administration tatsächlich am Laufen zu halten. Također razgovarali smo po putu o tome da akademska zajednica najčešće kad govori o ratu, govori, pa čujte, nužno je imati pregovore i onda će se uspostaviti mir. Pri tome se, mislim, jednostavno zanemaruje enormno povijesno iskustvo da rate ne završavaju uvijek nužno u Beču na mirovnim pregovorima, nego se desi to da netko pobjedi, a netko izgubi, pa se onda za stolom razgovara o reparacijama i o svemu ostalom. E sad, recite meni kako vi vidite mogućnost mira u Ukrajini i u ostalom kako vidite drugu stranu? Kako vidite Putina i taj režim u Rusiji? S kim imamo zapravo posla? Ich glaube, man muss da ein offenes Wort sprechen und sagen, dass man in Putin einen absolut kriminellen, mafiaartige Struktur hat, die er tatsächlich vertritt nach außen, die mit kriminellen Mitteln versucht, ein friedliches Nachbarland zu unterjochen. Und zwar unter völlig falschen Voraussetzungen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man immer sagt, dem Krieg, den wir in der Ukraine sehen, das ist nicht ein Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Und das ist auch nicht ein Krieg zwischen Stellvertreterkrieg eines Präsident Biden und eines Präsidenten Putin, sondern es ist ein Krieg von Ideologien. Es ist im Grunde genommen auch die alte Ideologie, die Sowjetideologie, die wieder hochkommt. Wir dürfen nicht vergessen, Putin hat ja immer wieder gesagt, dass die größte Katastrophe des letzten Jahrhunderts war die Auflösung der Sowjetunion. Also das ist eine Mentalität, die man ganz klar dort sieht. Und er verbindet das ein bisschen zusammen mit der geistig mit der zaristischen Zeit, also dass es noch über die Sowjetunion praktisch herausgeht. Aber sein Ziel ist natürlich schon, nicht nur die Sowjetunion in ihrem Territorium wieder stehen zu lassen, sondern auch noch darüber heraus, weil für ihn ja die westliche Ideologie der Freiheit, der Demokratie, der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit, das ist eine Bedrohung für sein kriminelles Regime. Und das ist den Krieg, der heute tatsächlich in der Ukraine ausgeführt wird. Deswegen sage ich immer wieder, dass wir im Westen im Grunde genommen ungemein glücklich sein müssen, dass wir ein Land wie die Ukraine haben, wo Menschen absolut heldenmütig westliche Wertvorstellungen verteidigen und wir nicht selber in einer Situation sind, wo wir kontinuierlich Tote zurückbekommen, weil wir selber Menschen an die Front schicken müssen. Und das Mindeste, was man in so einer Situation tun muss, ist dieses Land entsprechend zu unterstützen und nicht dauernd Restriktionen aufzuerlegen, wie es zum Beispiel momentan mit den weitreichenden Waffen der Fall ist. Dass also zum Beispiel die Ukraine ja mit den Waffen, die sie aus dem Westen bekommt, nicht die, sagen wir, die Flugplätze angreifen darf, von der aus ständig die Angriffe mit den KAB-Bomben, mit den Gleitbomben auf die Ukraine, auf die ukrainischen Grenzstädte und auch natürlich auf die Frontlinie geflogen werden können. Das ist ja völlig absurd, dass wir hier versuchen, die Ukraine einzuengen und mit Restriktionen einzuengen, wenn sie wirklich nicht nur um das Überleben, sondern auch um uns kämpft und uns entsprechend unterstützt. Weil wir dürfen über eins nicht hinwegsehen. Die Ukraine ist nur der erste Schritt für Russland. Wenn es ihnen gelingt, wenn es Russland gelingt, die Ukraine entsprechend zu unterjochen, dann weiß man ganz genau, wo es danach hingeht. Ich meine, man braucht nur einen Blick zu werfen. Was geschieht denn heute in Transnistrien? Die Wahlen in Moldawien stehen bei uns vor der Tür. Es ist gerade die Zahl erwähnt worden, dass für ein kleines Land wie Moldawien Russland derzeit etwa 50 Millionen
Dollar oder Euros, was es auch war, verwendet hat, um dort Desinformation und Schwierigkeiten in die Wahlen hereinzubringen. Moldawien wäre sicherlich eines der nächsten Opfer. Die baltischen Staaten, es wurde ja von verschiedenen russischen Seiten, wenn ich denke jetzt zum Beispiel an Herrn Medvedev, den ehemaligen Präsidenten, natürlich Putin selber auch, aber dann auch die verschiedenen Größen der russischen Propaganda, die jetzt über RT oder den Herrn Solowjew oder ähnliche Propagandisten, die dort auftreten, was die darstellen, dann sagen die natürlich, selbstverständlich, die baltischen Staaten müssen wieder Bestandteil Russlands werden. Und das geht natürlich darüber hinaus. Dann kommt Königsberg, aber Königsberg ist ein Teil von Russland und wird als Prätext verwendet, dass man also die Grenzen einfach immer weiter nach Westen verschieben muss. Nur wir wissen nicht, wo Russland sich vorstellt, diese Grenze sein soll. Wobei Russland aber sehr offen in der Frage ist. Es ist die westliche Wertvorstellungen, es ist die Grundprinzipien der Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Menschenrechte, Marktwirtschaft. Diese Wertvorstellungen sind eine Bedrohung für Russland, aber die wollen wir nun zweifellos nicht aufgeben. Also wir haben wirklich eine echte Bringschuld gegenüber der Ukraine, die für uns diesen Krieg auf sich nimmt. Kako vi, samo jedno pitanje, kako vi sebi objašnjavate onda činjenicu da recimo u delima francuske politike, austrijske nažalost i mađarske, postoji tendencija koja je proputinovska? Der Krieg ist natürlich auch eine Konsequenz einer sehr, sehr langen russischen Politik, die es da gegeben hat. Einer Politik, wobei sehr viele Menschen bestochen wurden, gekauft wurden, wobei ganze Staaten bestochen wurden. Es war ja immer eine Art Politik Russlands, durch billige Energie sich Verbindlichkeiten von vielen Staaten entsprechend einzukaufen. Ungarn ist natürlich so ein Staat. Wenn man sich anschaut, wie Ungarn abhängig ist, vor allen Dingen in seinen Gaslieferungen, aber auch in Öllieferungen, wie abhängig diese Staaten tatsächlich von Russland sind, dann sieht man, wie eine ganz konsequente russische Politik dahinter gestanden ist, hier abhängige Staaten zu schaffen. Und natürlich auch wurden sehr viele Leute tatsächlich korrumpiert. Wenn wir jetzt nach Deutschland schauen und uns anschauen, die Funktionen, die zum Beispiel ein Herr Schröder, aber viele andere auch in den verschiedenen Gas- und Ölinstitutionen bekommen haben, die ungemein lukrativ waren, das ist nichts anderes als Korruption. Das kann man gar nicht anders beschreiben. Und da ist eine langfristige Politik, die dazu geführt hat, mit dem Einfluss, der auch in Wahlen genommen wurde, dass es eben Personen gibt, die nach wie vor glauben, dass Russland der Retter der Menschheit ist. Aber man muss nur einmal einen vernünftigen Blick auf das werfen, was sich in der Ukraine abspielt. Die unvorstellbare Brutalität, mit der dieser Krieg durchgeführt wird. Die Art und Weise, wie in den besetzten Gebieten mit der Bevölkerung umgegangen wird. Das ist ja im Grunde genommen eine Art schlechter Scherz, wenn man sogar will, weil die Russland ja auch in den Krieg hereingegangen ist mit dem Aspekt, wir müssen der Bevölkerung dort helfen. Heute wird diese Bevölkerung auf die unvorstellbarste Art und Weise vergewaltigt, ermordet, verschleppt, die Kinder werden umerzogen. Also alles, was nach internationalem Recht ein krimineller Akt ist, wird dort tatsächlich umgesetzt. Also wie man sich dann auch positiv zu Russland äußern kann, ist mir natürlich ein absoluter Schleier. Kad govorimo o miru, malo prije sam spomenuo mir u Ukrajini, možda je zgodan trenutak da sada 3. listopada, dakle za par dana, će to biti kako je 20 godina od beatifikacije, dakle, vašeg djeda, dakle, cara Karla. Recite mi, molim vas, kako se vi odnosite spram te ostavštine, jer ako je po ičemu ostao zapamćen, a onda je ostao zapamćen po upravo zalaganju za mir? Kakav je utjecaj, recimo, ta ostavština imala na vas? Ja. Sie werden sicherlich verstehen, dass ich sage, wenn ich jetzt als gläubiger Katholik mir vorstelle, dass ich einen Großvater habe, der zur Ehre der Altäre im Rahmen der katholischen Kirche erhoben wurde, ist das eine sehr, sehr starke Verantwortung, die man damit auch tatsächlich spürt. Er ist natürlich jemand, der als Friedenssuchender in den Ersten Weltkrieg hereingegangen ist und versucht hat, mit allen Mitteln dort eine Lösung zu finden, um das Leiden der Menschen tatsächlich zu verhindern. Ich habe vorher sprechen können darüber, wie stark die Beziehung von Österreich in den ukrainischen Raum herein war. Natürlich ist es so, dass
man so einen Termin gern auch zum Anlass nehmen sollte, darauf hinzuweisen, wie notwendig es ist, den Krieg dort tatsächlich zu beenden. Und dass er natürlich ein Symbol, ich meine, die Heiligen der katholischen Kirche sollen ja beispielhafte Personen sein. Sollen ja Personen sein, die man praktisch bittet, einen bei seinen Anliegen zu unterstützen. Und natürlich muss Friede in der Ukraine auch einer unserer Anliegen sein. Und deswegen ist es, glaube ich, auch sehr gut und sehr wichtig, an so einem Termin eines Friedenskaisers, der auch in diese Region der Ukraine herein seine Funktion hatte, entsprechend zu gedenken und ihn auch entsprechend in den Vordergrund, ihn auch zu bitten, hier zu helfen und ja auch entsprechend in den Vordergrund zu stellen. Naravno da ste već dijelom opisivali situaciju u Ukrajini, ali kada bismo vas sad pitali da s jedne strane opišete, vi ste izuzetno povezani, informirani o situaciji u Ukrajini dnevno i gotovo bih rekao sata u sat, sa pitanjem kolika je naša pomoć, kolika je pomoć Evrope i NATO-a i pomažemo li dovoljno? Što je vaše iskustvo sa terena u kontaktu sa ljudima iz Ukrajine? Die Unterstützung ist eigentlich niemals wirklich ausreichend, weil man ja sagen muss, dass die meiste Unterstützung, nicht von allen Staaten, aber von vielen Staaten, die gegeben wurde in die Ukraine, immer an Verbindungen geknüpft war. Und dass vielfach auch ein falsches Bild geschaffen wurde. Also es gab ja immer wieder diese Frage, die auftaucht, was macht die Ukraine mit den vielen Millionen und Milliarden, die ihnen gegeben werden? Es ist ja nicht so, dass das Geld dort im großen Schubkarren oder Transportwagen hingeführt wird. Das Geld ist ja gar nicht Geld, das in die Ukraine geht, sondern es ist einfach ein gewisses Budget, mit der die Ukraine zum Beispiel Waffen abrufen kann, die in den meisten Fällen ja Waffen sind, die in einem anderen Land schon bezahlt sind und eigentlich am Rande des Ausscheidens sind, die schon wieder ausgeschieden werden. Eigentlich ist eine Investition in das Land herein, das tatsächlich diese Geldmittel entsprechend zur Verfügung stellt. Also die Hilfe, die hier von westlicher Seite gegeben wird, ist zweifellos nicht ausreichend. Und in den meisten Fällen kommt sie auch tatsächlich zu spät. Wenn wir gesehen haben, wie lange es gedauert hat, bis der Entschluss gefallen ist, dass man gesagt hat, es werden Panzer, es wird Abrams, es wird Leopard 2 geliefert oder überhaupt Leopard auch 1 und 2 geliefert, dass Attack-MS geliefert werden als Raketenwerfer. Die ganze Frage der F-16-Flugzeuge, die jetzt Gott sei Dank endlich auch am Luftraum in der Ukraine ein wenig zu sehen sind, es sind noch viel zu wenige da. Also das hat alles viel zu lange gedauert. Der Entscheidungsprozess war viel zu lange. Wir müssen natürlich fragen, warum. Einer der Argumente, die es immer wieder gibt, sind natürlich die sogenannten roten Linien. Und ich habe es immer als relativ interessant gefunden. Ich habe sprechen können mit Soldaten, die bei der Kursk-Mission teilgenommen haben. Und die haben immer scherzhaft gesagt, wir sind den ganzen Weg nach Kursk marschiert, ohne eine einzige rote Linie gefunden zu haben. Und natürlich, Russland spricht immer, wenn das und das geschieht, ist eine rote Linie überschritten und das wird fürchterliche Konsequenzen haben. Das ist reines russisches Säbelrasseln. Das hat nichts mit der Realität zu tun, weil ja Russland auch abschätzen muss, was die tatsächliche Konsequenz sein wird von gewissen Dingen. Also dieses Säbelrasseln auch mit Nuklearwaffen und Ähnlichem ist etwas, was uns eigentlich kalt lassen müsste. Ich glaube, wir dürfen das gar nicht überhaupt zu ernst nehmen, wenn man sich anschaut, was Russland derzeit in der Ukraine macht. Und wie viele unzählige rote Linien, die wir niemals aufgezeigt haben, es bereits überschritten hat. Da ist von westlicher Seite aus gar nichts geschehen und zweifellos noch nicht genug geschehen. Damit meine ich genauso die Europäische Union wie Amerika, wie auch, sagen wir, NATO an sich. Wobei NATO an sich ja nicht als Institution dort stark werden kann. Das Einzige, wo NATO wirklich etwas tun kann, ist tatsächlich voranzutreiben, die Mitgliedschaft in der einen oder anderen Form der Ukraine bei der NATO, weil dies natürlich schon eine entsprechende Sicherheitsstruktur darstellt, auf die man sich berufen kann und die auch eine glaubhafte Sicherheitsstruktur ist. Also da fehlt es noch sehr viel, fehlt noch sehr viel Hilfe, die notwendig ist, weil man ja sagen muss, wir wissen ja gar nicht, wie die nächsten paar Monate ausschauen werden. Wir wissen nicht, wer bei den nächsten Wahlen in den Vereinigten Staaten gewählt wird. Es ist viel zu früh, um da zu sehen, wie das ausschauen wird. Und es wüsste auch kein Mensch, wenn heute ein Donald Trump wieder gewählt wird, wie sich dies auf die Situation in der Ukraine auswirken würde. Es gibt alle möglichen anderen Wahlen, es gibt viele Entscheidungen, die jetzt fallen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man der Ukraine jetzt hilft, dass man der Ukraine jetzt nachhaltig hilft, dass wenn es wieder wie in einem Wahlkampf oder über längere Zeiten hinweg zu einem kompletten Stillstand kommt, wo es keine Hilfe gibt. Wir wissen ja, wie damals die Vereinigten Staaten vor einigen Monaten einmal die Hilfe für eine Weile ausgesetzt haben. Und
die Ukraine praktisch keine Reserven mehr hatte. Wir müssen jetzt schauen, dass die Ukraine auch Reserven hat, wo sie, wenn wieder so eine Zeit kommt, wo es keine Entscheidungen gibt, dass sie über diese Zeiten entsprechend hinwegkommen. Weil der Krieg wird noch lange dauern. Ich glaube beim besten Willen nicht, dass dies bald vorbei sein wird. I tu smo sad par minuta do kraja misije. Moram vas pitati jedno pitanje koje zapravo konstatira i tragičnost toga rata, ali pita se onda o vrsti budućnosti koja je pred Ukrajinom. Naime, Ukrajina je u 20. stoljeću nevjerovatno demografski stradala. Stradala u Drugom svjetskom ratu, hladovom ratu, dakle, jednostavno poharao demografski Ukrajinu. Sada ljudi desecima tisuća, dakle, stradaju. Nemamo točne brojke, ali možemo samo pretpostaviti razmjere. Mi možemo govoriti o reparacijama i naravno izgradnji, ali kako uzdići cijelo jedno društvo koje svakih 50 godina ili ne znam, čak u kraćim intervalima gubi toliko ljudi da je to nevjerojatno. Ja. Natürlich ist das katastrophal für jedes kriegsführende Land, muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen. In der Ukraine ist es katastrophal, weil sie dies bereits einige Male erlebt haben. Sie haben es durch die Katastrophe des Holodomor, der heute eigentlich im Westen fast völlig vergessen wird. Die Tatsache, dass hier Russland schon einmal in den 30er Jahren versucht hat, die Ukraine an sich auszulöschen, in dem Fall auszuhungern. Und das war ein Genozid, das ist ja auch heute als Genozid anerkannt, dass es dies schon gegeben hat. Dann natürlich durch Teile im Zweiten Weltkrieg, die es gegeben hat. Immer wieder wurde versucht, diese Existenz der Ukraine zu negieren oder sie entsprechend auszulöschen. Also da haben wir sicherlich eine große Verantwortung, dass wir dies nicht in Vergessenheit entsprechend geraten lassen. Entschuldigung, jetzt war aber die Frage noch einmal. Kako jednostavno zamisliti obnovu? Ja, ich verstehe. Es ist natürlich der Verlust, der intellektuelle Verlust, der auch durch Flüchtlinge gegeben ist und der natürlich auch durch den Krieg hervorgerufen wird, der ist natürlich katastrophal, aber der muss man sich auch mal auf der russischen Seite anschauen. Ich glaube, zumindest kann man in der Ukraine erwarten, dass viele der Flüchtlinge, die heute im Westen sind, wieder in die Ukraine zurückkehren wollen. Das sind nicht Flüchtlinge, die auf Dauer im Westen bleiben wollen. Sie wollen ihr eigenes Land wieder aufbauen, weil das Land ein unheimlich reiches Land ist. Es hat unheimliche Ressourcen, Bodenschätze, aber natürlich auch intellektuelle Ressourcen, die momentan sehr, sehr ausgeblutet werden. In Russland ist die Situation noch wesentlich schlimmer, muss man auch ganz realistisch sagen, weil es ja nicht nur die Verluste an der Front gibt, sondern auch die Tatsache, dass ja die ganze Intelligenzia von Russland versucht, das Land zu verlassen, weil sie nicht in den Krieg eingebunden werden möchte. Wenn man heute nach Georgien schaut und sieht zum Beispiel, dass ja ein großer Teil von Programmierern, Menschen, die mit Internet, mit auch den sozialen Medien zu tun haben, das Land verlassen haben, weil sie nicht eingezogen werden möchten, um am Krieg teilzunehmen, die haben aber überhaupt kein Interesse daran, nach Russland zurückzukehren. Also auch da gibt es riesige Verluste, die man auch einfach zur Kenntnis nehmen muss, wenn man auch aufweisen muss, dass es eine große Katastrophe ist. Hvala vam lijepo na vašem vremenu i hvala na dolasku u Hrvatsku. Hvala na ovom razgovoru i o, naravno, vašim impresijama, ali i stavima o Ukrajini. Lijepo je i pametno to čuti, pa do nekog sljedećeg susreta, doviđenja. Hvala lijepo, dragi gledatelji, gledajte nas naravno i sljedećeg utorka.